Jo, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 23, unserer Karriere mit der Spielvereinigung Bayreuth. Weiter geht's heute mit dem Duell gegen Hertha BSC Berlin. Und apropos Berlin, ja, der letzte Folge gesehen hat, der weiß, das war mal überhaupt nichts. Ich werde tatsächlich jetzt mal ein bisschen rotieren. Ich werde die Aufstellung der zweiten Halbzeit hinsetzen. Leihangebot für Pinto. Krogi dann United. Delegieren. Leier. Ein Jahr Leier. Der soll zumindest bleiben. So, wir müssen unsere Lehre leider draus ziehen aus diesem Match gegen Union. Jetzt geht's erstmal Hertha und dann Augsburg. Also wichtig, richtungsweisende Spieler. Naja. So. Gut, gehen wir mal rein ins Match. Und wie gesagt, stellen mal kurz die Truppe ein bisschen. Weil ich muss definitiv schauen, dass ich da irgendwas auf die, dass ich das ein bisschen meine Lehren rausziehe aus diesem Match. Manizek fliegt damit aus dem Kader erstmal. Nicht aus dem Kader, aus der Mannschaft. So rum. Aus der Startelf. So. Ja, Rote hat jetzt nicht schlecht gespielt, ja. Aber wir haben es alle einfach. Wir haben es einfach von der Mannschaft her alle auf dem Gewissen. Gut. Wir werden noch zwei Positionen ändern, plus die Taktik ein bisschen ändern und hoffen, dass es im nächsten Spiel gegen Hertha BSC ein bisschen besser wird. Ne? Gehen wir rein in die Startelf. Es ist fast logisch, wenn wir hier heute besonders im Auge behalten sollten. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen zeigen ja, da muss jeder Abwehr hellwach sein. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen. Jo. Heimspiel. Tja, liebe Zuschauer, hier regnet es leider schon seit einiger Zeit, aber ich begrüße Sie natürlich dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Rolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Die Spieler klatschen sich jetzt noch ab. Wir wollen natürlich jetzt schauen, dass wir weiterkommen. Pokal klingt relativ leicht. Wir waren zweimal den Pokal für den Titelpokal fehlt es noch national. Und die Meisterschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Dann hätten wir alle Titel national. Aber wie gesagt, wer das in der ersten Saison der Bundesliga erwartet, naja, mal schauen, wie gesagt. Genau so ist es. Bei Hertha kennt man kaum eigentlich noch Spieler wieder. Klar, man kennt den einen oder anderen. Ihn kennt man sowieso, aber mit Young spielt man wieder in Schwarz-Gelb. Allerdings in der Provinz, und zwar in Bayreuth. Anpfiff und los geht's. Wir wissen noch nicht, wie weit wir mit den Jungs zu spielen. Wir wollen alle Titel holen. Das ist das Ziel, auch Champions League, Europa League, wenn es möglich. Aber halt schauen. Perry. Erstmal, das erste Opfer ist Mogala. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Der aus dem Kader, aus der Mannschaft geflogen ist. Für Kakutalua, ja.
Heute ist, wenn man sich so umhört, wer heute der wichtigste Spieler sein könnte. Oh, absoluter Stellungsfehler, der Hertha da hinten drin, Aubameyang. Mit der ersten Chance. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Ne, ja, mal gucken. Ecke kommt in den 16er. Der Keeper schnappt sich den Ball. David King, sagt das. Das ist Meier. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der Torschütze heißt Bernardo. Abgefälschter Ball. Oh, so war es wohl nicht geplant, aber das Glück war auf seiner Seite. Neuer Spiel. Timothy Ware. Die Bayern führen auf jeden Fall mit 1:0. Und Noppert verhindert hier das 1:0 der Hertha. Wir wollen, wie gesagt, nicht das Berlin-Trauma jetzt. Wir nehmen die kurze Variante. Nach Union jetzt die Hertha. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Und die oh, der nächste Stellungsfehler. Aber Perrin. Verhindert es, bevor es den Abschluss hier gibt. Er geht in den Strafraum. Aber boah, am Ende kommt doch nichts raus. Melendo. Hab dich. Leider mussten wir diesen Ausflug zum anderen Spiel kurzfristig abbrechen. So, was weißt du jetzt? Also ein Tor. Ach, Schiri, lass mal laufen. Sieht doch besser aus. Wenn du, ich glaube, davor. Ja, Bayern führt 1:0. Lovor erstmal. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Heute nicht einsame. Vorne Spitze, die einsame Spitze. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Und Aubameyang. Melendo. Ah. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehr. Oh, das ist viel zu spät für die 13. Das ist nur Kacke der Ruhr. So, die Frage ist, gibt er gelb oder gibt er glatt rot? Er gibt zumindest gelb. Zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ja, das wird gefährlich auf einmal. Und das wird auch gefährlich, weil Hertha kriegt einen Freistoß in einer sehr, sehr guten Position. Da wollten sie viel. Machen wir überhaupt nichts draus. Sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix. Gar nichts. Und das war auch nichts. Er setzt sich durch. Und dann macht er da. Oder? Und dann machen wir so einen Fehler da hinten drin. Was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Und verschenkt den guten Angriff und haut eine Ecke für den Gegner raus. So, so, der nächste sieht jetzt gelb. Absolut gelbwürdig. Der zweite den Stern ist es. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Ja, da muss, gut. Bayreuth muss jetzt gucken, dass sie runterkriegen. Dass sie runterkommen. Führt den Freistoß kurz aus. Was für eine Chance. Leute, ey. Die kurze Variante. Nächste gute. Ja, der Schuss jetzt. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich so, jetzt muss. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Neuer Spielstand damit 1:0. 29 Minuten sind gespielt. Dankeschön. Warte mal, ich muss mal kurz meine Katze rauslassen. Na, Katze? So. Dann kann man nämlich weitermachen. Infos. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. So, Noppert. So, der muss jetzt, wie gesagt, die Truppe muss jetzt ein bisschen runterfahren, um eine Chance hinzukriegen. Ah. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Glück gehabt. Für Hertha. Die sind ein bisschen gut. Bayreuth ist eigentlich gut reingekommen. Und Aubameyang. Und Aubameyang. Wenn einer gefährlich gerade ist, ist es ja. Ein Saisontor hat er, ja. Und die nächste gute Situation. Hat er sich damit gerade seinen Stammplatz erholt? Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Da ist er da. Er steht gut und holt. Man wollte draufhalten und holt jetzt natürlich mit Melendo die gute Situation raus. Geht nach innen. Lässt sich nicht mehr. Und der Konter fast.
So, Ecke kommt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Aber man ist besser dabei als... Gute Chance jetzt. Sie wieder der Millendor, der macht ganz, ganz viel da. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Thiago. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ja, man merkt einfach, dass wir nicht das, wir haben nicht die finanzielle Kaufkraft wie viele andere Vereine, mit denen wir ein bisschen was, dem wir versuchen, was versuchen könnten. Ich muss natürlich jetzt Doppelwechsel ziehen, bevor mir da einer vom Platz fliegt, bevor mir da hinten einer vom Platz fliegt. Ich muss schon wieder Kakutalua rausnehmen. Den wollte ich eigentlich eher ein weniger rausnehmen. Aber gut. Ich muss den Doppelwechsel ziehen. Die Hertha mit dem Anstoß. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Ja, hier, der 22er, der Hertha. Der macht richtig Power. Fischer. Und jetzt hat er super den Ball. Und dann ist es Pedro Carvalho, der jetzt auf Tempo geht. Ja, starker schöner Pass. Pass auf den Aubameyang da. Da passt der klasse in die Decke. Jetzt wird hier gewechselt. Ecke, Ober. Jetzt kommt die Ecke. Schön abgewehrt. Elfmeter. Handelfmeter für die Spielvereinigung Bayreuth. Und es ist richtig, meiner Meinung nach. So, und die gute Chance für Lilian Egloff hier auf 1:0 zu stehen. Der Kreis ist besonders klein, jetzt muss der... Und er hält! Der Ball war super, also der Elfmeter war super geschossen und der Keeper macht sich richtig schön lang und dann holt der das Ding mit dem linken Arm raus. Jetzt der Eckball. Ach Mann. Da ist Platz für den Konter. Ah, ist das bitter, weil es die große Chance war. Morgala. Nee, bitte Solari jetzt nicht doch irgendwie da einladen. Für Bayern München. Perfekt, gut gemacht, Perry. Und der macht's aber. Abgefälscht und dadurch wird der Keeper dann auf dem falschen Fuß erwischt. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Und Noppert. Wir sind 54 Minuten. 58. Minute. Es ist immer noch Power ohne Ende für die Spielvereinigung für Bayreuth, die den Elfmeter verschossen haben, aber nicht mitnehmen können. So, wo sieht's nicht? Und dann ist es dieser Knall! Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher Thiago. Haben nur die Tore gefehlt. Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den verschossen. Ja, den hat man sich selber, den habe ich mir selber zuzuschreiben. So, ein dicker also Fehler in meinem Rausspielen. Und dann ist es. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Nixer, versuch jetzt mal über Novo, der überhaupt nicht, der kaum stattfindet eigentlich. Super der, dazwischen gegangen. Er hat da, steht da hinten wie eine 1. Einzig wie Union. Man hat die Nadelstiche, man führt mit 1:0. Bayreuth muss jetzt gucken, dass er nicht den zweiten Mann. Wir haben Transfer-News bei Paris Saint-Germain. Da konnte man einen Mann unter Vertrag nehmen, hinter dem man nun bereits seit... Nova! 1:1! Und jetzt ist das Spiel wieder offen! Jetzt verpasst es, jetzt kommt man auch mal da hinten durch. Ein Tor aus heiterem Himmel. Klingt komisch, ist aber so. Partie lief zuletzt eher gegen sie, aber das ist clever gemacht. Wieder was. Es gibt Neuigkeiten. Also scheinbar hat man ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz spielt man jetzt in der Bundesliga mit Doppelspitze, weil Aubameyang da vorne der viel, viel Druck macht, viel, viel Stress macht. André Duda hat das Tor erzielt. Mit dem Kopf bringt er den Ball im Tor unter. Super gemacht, tolle Szene. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt Rote sind hier 68 Minuten. Vielen Dank für dieses Update.
Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Nächster Angriff, Slobotka. So, das könnte eine gelbe, wird eine gelbe ja, geben. So kann man das auslegen. Da ist er da. Und Perry sagt jetzt mal, den nehme ich erstmal mit. Ah, schade. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Es wird definitiv noch eine Karte hinterher geben. Das ist klar. Das muss man. So, weg ist der Ball. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Und dann ist es Lilia Eckler. Und da ist der Becky noch dran. Und sonst steht es hier 2-1 für die Bayreuther. Gelb gibt es hier auch Rote. Noch. Grund war diese harte Aktion eben. So, jetzt muss ich das hinten auch wechseln. Ich habe ja aber eine Möglichkeit. Ich habe ja Staffy Lides, der noch hinten in der als Linksverteidiger ran darf. So, deswegen werde ich jetzt Schelderup rausnehmen. Der heute noch nicht allzu auffällig war. Ulrich, der kann das ja auf links ziehen. Und der Kleefisch auf die 6. Zwei Spieler kommen jetzt neu in die Partie. Neue Doppelwechsel. Kleefisch und Staffelidis und Schelderup und Rote. Um mal noch ein bisschen erstmal die Gelbe rauszunehmen. Das wird doch die letzte, glaube ich, die letzten. Wenn ich richtig weiß, sind das jetzt, glaube ich, die letzten Mal ein Wechsel. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Ah. Schade. Vorne der Ballgewinn. Im Augsburg-Spiel ist ein Tor gefallen. Im und Studio der Ball auf Brujo Antuna. Der ganz. Für Augsburg. Haris Seferovic hat's gemacht. Und dann ist es der. In dieser Szene. Ja, das war richtig Ulrich, der sagt, damit ich gehe mit und bleib dran. Gespielt sind 81 Minuten. Danke für das Update. Aber dann sind sie doch nicht entschlossen genug. Tempo. Oh, dann ist es Lilian Eckler, der jetzt pfeift. Keeper zu Eckloff, Eckloff! Gute Chance. Riesenjubel auf der einen Seite, niedergeschlagen. Man weiß nicht, wieso. Ich glaube, das war's. Man weiß nicht, wieso. Klar, man hat einen Konter zu Ende gespielt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Ja, dann nach vorne mit dem Fehler nach der eigenen Ecke. Auf. Und dann ist die Abwehr zwar da. Dann ist und dann kommt man sei Dank vorne in die Spitze. Und dann ist es der links außen mit dem 2-1 für die Bayreuther. Die verhindern zumindest ein bisschen ihre Krise gerade. Hier das Saisontor. Yes. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Spiel gedreht gegen die Hertha. Jetzt muss man nur hoffen, dass man das Ding hier Melendo aufhört. Ja, Fischer. Und Thiago. Die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Das war keine Herausforderung. So, jetzt. Yes! Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an den Gastgeber. Da sieht man wieder, was es ausmacht, wenn du den unbändigen Siegeswillen hast. Den haben sie. Und rausgekommen ist der späte Siegtreffer. Und Hertha weiß nicht, warum sie das Spiel verloren haben. Und ich weiß auch nicht, warum sie es gewonnen haben. Wir haben einfach unsere Chancen in die zweite als Schatten. Wir hatten ein bisschen was genug. Gut, den Elfmeter halte ich. Ja, hat so ein Tor gemacht. Alles andere ist wurscht. 68. und 88. mit den beiden Toren. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren. Ja, der Keeper, der hat es auf jeden Fall sehr gut gehalten. Der hat es auf jeden Fall sehr gut rausgerissen heute. Muss ich sagen. Köln gewinnt das Derby gegen Gladbach. Und die Bayern schlagen Augsburg mit 3-2. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Nächster Gegner ist übrigens auch dann der FC Augsburg. Ja, manchmal ist das so. Das Ergebnis passt. Jetzt haben wir 10 aus 5. Manchmal muss man ein bisschen aggressiver bleiben, um ein bisschen dran zu können, um dem Gegner mal Respekt beizubringen. Sieg ist Sieg, wa? Drei Punkte sind drei Punkte, egal wie.
Wir nehmen die drei Punkte jetzt mit. Ich danke Ihnen. Gegen die Hertha nutzen halt, um wieder ein bisschen Abstand nach hinten zu kriegen. Und festigen den Platz zumindest, was jetzt gerade betrifft, in den Europapokalplätzen. Sind nämlich jetzt Zweiter. Nämlich nur drei Punkte hinter die Bayern. Jetzt geht's auswärts nach wohl Hoffenheim und RB spielen noch. Also bleiben wir wahrscheinlich auf 4. Und Bielefeld auf 5, ne? Mit als Überraschung mit da oben dabei. So, ich werde kurz bei der Truppe jetzt noch bestellen, weil da hat sich tatsächlich das ein oder andere rauskristallisiert. Und ja, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. 4-2-1 breit. Kleefisch bleibt hier. Aubameyang geht vorne mit rein. So. Eckloff auf die 10. Schelderup rüber auf links. Wanicek muss leider weichen. So. Sterner im Gegensatz zur zweiten Liga. Da war wieder auf der rechten Seite dran. So. Gut. Dann passt das soweit erstmal. Ja, du hast dich leider nicht näher empfohlen. Und Fakt ist, dass ich definitiv nochmal ein bisschen nachbauen muss. Dass ich da leider nochmal ein bisschen nachbauen muss. Wie das kann der Innenverteidiger ja auch nicht. Ich brauche definitiv nochmal den einen oder anderen Verteidiger. Ich muss definitiv gucken, dass ich in den Innenverteidiger nochmal nachrutsche, nachbaue. Wenn möglich. Wenn finanziell drin. Die gefällt mir noch nicht so. Ansonsten ist die Mannschaft eigentlich okay. Sie hat jetzt gekämpft. Natürlich, das ist Bundesliga. Ne? Wir haben große Probleme mit dem einen oder anderen Gegner, wie jetzt, wie gesagt, gegen Union oder auch jetzt gegen die Hertha. Aber im Gegensatz zum Union-Spiel ist das Spiel jetzt gegen Hertha deutlich erfolgreicher gewesen. Wir haben 2-1 gewonnen. 18. Gladbach. Ja, die haben ja auch, da haben wir ja in Gladbach mit 3-2 gewonnen. Leverkusen mit unten drin. Selbst Union, wie gesagt, hätten die uns das Spiel nicht 4-0 gewonnen, hätten die einen Punkt und wären Vorletzter. Aber manchmal ist das so. Manchmal verlierst du gegen so Teams, die unten drin stehen, und Union hat es bei mir nicht gemacht. Die haben hochverdient gewonnen. Jetzt gegen die Niederlage gegen Hertha hätte auch durchaus passieren können. Hertha war stark, der Keeper war gut, aber wir haben 3 Punkte mehr auf dem Konto, sind jetzt wie gesagt bei 10, sind jetzt aktuell, ich würde sagen, auf 4 stehend, kann man so machen. Nächster Gegner ist morgen 14 Uhr, dann der FCA.